Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast 5 Question Friday. Der Podcast, in dem ich 5 praktische und empathische Fragen stelle, deren Antworten euch inspirieren und in eurem Leben weiterhelfen sollen. Mein Name ist Silas F., ich bin euer Host und mein heutiger Gast ist Markus Zimmermann. Markus trinkt Alkohol, raucht und geht auf Partys. Als er feststellt, dass es so nicht weitergehen kann, ändert er seinen Lebensstil radikal und merkt, dass es in allen anderen Lebensbereichen plötzlich bergauf geht. Folgende 5 Fragen würde er uns heute beantworten. Erstens, wie kommt es, dass einem als junger Mensch Partys und Alkohol so wichtig sind? Zweitens, was war der Punkt, an dem du wusstest, so kann es nicht weitergehen? Drittens, welche Auswirkungen hat ein gesunder Lebensstil auf andere Bereiche im Leben? Viertens, was ist der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin? Fünftens und letztens, was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Episode und würde mich freuen über eine positive Bewertung, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast gerade hört. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Question Friday Podcast, der Podcast, in dem ich 5 praktische und empathische Fragen stelle, die euch inspirieren und in eurem Leben weiterhelfen sollen. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Markus Zimmermann. Schön, dass du da bist, Markus. Deine Geschichte, die begeistert mich. Also du hast mit viel Disziplin geschafft, dein Leben zu verändern. Das ist jetzt auch schon einige Zeit her. Ich sag mal vom Specki, regelmäßigen Partygänger und Mädels, so schreibst du es zumindest auf deiner Homepage, hast du es bis zum Men's Health Covermodel geschafft, nur mal kurz, um deine Person anzureißen. Also du bist eine Person, die ein Stück weit für Veränderung steht und für Veränderung in Vollendung, würde ich mal sagen. Aber vielleicht nochmal, dass du dich kurz vorstellst, wer bist du und was machst du? Danke für die nette Ankündigung. Übrigens nur Covermodel Finale leider, gell? Also, okay. Ja, das ist traurig, aber nee, Quatsch. Also, wie du mich ja schon so nett angekündigt hast, also ich heiße Markus Zimmermann, ich komme ja aus der Nähe von Limburg an der Lahn. Ich habe Medienwirtschaft studiert, habe 2008 abgeschlossen, habe dann 8 Jahre im Personalbereich gearbeitet und habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht mit einer Marketingagentur, weil das schon immer mein Ding war. Das habe ich nebenher aufgebaut, so 5-6 Jahre und macht das jetzt ganz erfolgreich. Es wächst gut und das, was du angesprochen hast vorhin, diese ganze Optik, Sport, Trainer, Cover, Model-Geschichte, das war damals der Start aus einer Veränderung heraus, der quasi das ganze Gute herbeigeführt hat. Das war quasi mein Motor, aber beruflich bin ich eher so im Marketinggeschäft. Cool. Wir gehen gleich noch weiter darauf ein, auf, sag ich mal, deine Geschichte und bis heute, was du erreicht hast. Und so eine kleine Tradition, die wir haben, also die ich bis jetzt mit jedem Podcast-Gast gehabt habe, ist die, dass wir zu Beginn noch 5 angefangene Sätze haben und 5 Entweder-Oder-Fragen, einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und einfach mal ein Beispiel. Ich gehe gerne... Du vollendest den Satz. Wandern. Super, genau. Also, dann können wir direkt reinstarten. Erstens, mein Leben ist... Schön. Meine Arbeit bedeutet für mich... Sehr viel. Manchmal ist alles... Unangenehm. Veränderung heißt... Veränderung heißt Leben und umgekehrt. Jetzt so ein bisschen philosophisch abgedriftet, aber Veränderung ist immer und überall da. Auch wenn man es, ob man es will oder nicht. Von daher besser, wenn man damit umgeht. Okay, und fünftens, der 5. unbeendete Satz. Es wird langsam Zeit, dass... Die Leute sich wieder ein bisschen lieber haben im Internet. Das ist ein Wort, da stimme ich dir zu. Das ist gut. Und dann noch 5 Entweder-Oder-Fragen. Nochmal kurz, Meer oder Berge? Berge. Das war nach dem Wandern die logische Antwort. Erstens, wäre dann Training mit Geräten oder eigenem Körpergewicht? Ne, schon lieber mit Geräten. Ich bin schon faul auch, was sowas angeht. Okay. Zweitens, nie wieder gesund ernähren oder nie wieder Sport machen? Dann eher nie wieder Sport machen.
Drittens, selbstständig mit geringer Bezahlung oder angestellt mit hoher Bezahlung? Selbstständig mit geringer Bezahlung, die aber ausreichen muss, dass man ein vernünftiges Leben führen kann. Ja, das stimmt. Viertens, Smartphone ohne Internet oder ohne die Möglichkeit zu telefonieren? Ich stehe total auf dem Schlauch. Also sag noch mal ganz kurz, zwischen was soll ich mich entscheiden? Smartphone? Also du hast ein Smartphone und mit diesem Smartphone kannst du entweder kein Internet benutzen oder entweder hast du kannst nur telefonieren. Also du müsstest dich entscheiden zwischen Internet und die Möglichkeit zu Okay, telefonieren. dann entscheide ich mich für Internet. Ja, in unserer heutigen Zeit definitiv wahrscheinlich das wichtigere Kommunikationsmittel. Und dann noch fünftens und letztens, erfolgreicher Leichtathlet oder erfolgreicher Marketingguru? Erfolgreicher Marketing-Guru heutzutage, vor 15 Jahren vielleicht wäre ich lieber Leichtathlet gewesen. Erfolgreicher. Okay, ja, du hast gerade schon angesprochen, vor 15 Jahren, damals warst du ein junger Mensch und warst relativ erfolgreich, du warst Leichtathlet, hast in Hessen sogar, also bei den Hessenmeisterschaften, relativ gut abgeschnitten und dann kam so eine Phase, wo das alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und wie denkst du, passiert das, dass man plötzlich so eigentlich Sport, was Positives, was Gutes, wo man auch ein Stück weit erfolgreich ist, sage ich mal, für was anderes, in deinem Fall Partys, Mädels und Rauchen, wie du selber sagst, einfach so, ja, wie kann sowas unwichtiger werden? Ja, also es ist ja tatsächlich schon jetzt die. Ach, übrigens, hier stört keinen mehr. Ich muss Wasser trinken. Es ist so heiß heute hier. Ich muss die ganze Zeit hier trinken. Nur mal das Nein, nebenbei. das ist Es völlig in soll die Ordnung. Bildoptik nicht stören. Uns auch nicht. Das ist jetzt so ein bisschen die Hälfte meines Lebens her, das alles. Aber ich glaube, das sind halt so verschiedene Interessenphasen. Das Leichtathletik war in der Jugendzeit mein Ding. In der Jugendzeit habe ich eigentlich auch nicht geraucht, dann erst später oder Alkohol getrunken. Aber irgendwann waren das Weggehen und die Frauen auf einmal interessanter, wie drei, viermal die Woche trainieren und am Wochenende Wettkämpfe zu haben. Das hat einfach mehr gereizt. Und als 18-, 19-Jähriger denkst du dir halt, das reizt mich, das mache ich dann halt jetzt. So, und dann bist du aus dem Training raus und dann geht das relativ schnell und dann war es das eigentlich auch. Und dann bist du auch nicht mehr vorne mit dabei. Da kamen dann die ersten Niederlagen so und dann bin ich auch so ein Typ, der dann denkt, was, hier, nicht Erster oder Zweiter? Nee, dann brauchst du auch gar nicht mehr. Also so habe ich damals gedacht und dann hat sich das zerschlagen. Ja, und dann hat ein normales, junges Erwachsenenleben angefangen. War ja auch schön, war völlig okay. Alles, soweit. Wie sah so eine Woche dann bei dir aus? Also regelmäßig feiern ging, mehrmals die Woche und Mädels treffen oder wie hast du das damals dann so in deinen, sag ich mal, ja, kann man es Exzesse nennen oder ist das zu extrem? Nö, Exzesse waren halt so später. Also so die ersten so von so bis Mitte 20 war es eigentlich, glaube ich, ganz normal. Ich habe halt dann viel gefeiert, aber auch nicht jetzt so viel unter der Woche, weil ich es ging noch so. Mädels waren eigentlich gar nicht so viele, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war, ich glaube, das war wie bei jedem anderen ehrlich gesagt auch. Aber ich habe halt schon viel gesoffen. Das war eigentlich das Problem. Der Alkohol. Also ich sehe das so, junge Menschen fangen an, ein bisschen zu feiern, auch Alkohol zu trinken, ist alles völlig okay, du machst mal dies, du machst mal das. Ja. Da das im Endeffekt trotzdem eine Droge ist, machen wir uns nichts vor, wirkt die natürlich. Der eine ist vielleicht irgendwie in sich stabiler und bei dem macht das nichts, der macht das halt ab und zu mal und bei dem löst es auch nichts aus. Der andere kompensiert unbewusst damit was und merkt, oh, immer wenn ich trinke, das ist kein bewusster Denkablauf, sondern das ist so, das passiert im Hintergrund, das kriegst du gar nicht mit, so, oh, mit Alkohol ist ja immer alles viel besser, so. Und dann nimmt das eventuell ein bisschen Überhand, bei mir war das auf jeden Fall so. Bin ich jetzt sehr stolz drauf, aber das war schon so, ja. Jo. Und irgendwo kommt ja dann so der Punkt, wo man sich auch vielleicht selber hinterfragt, was mache ich hier, wohin führt das? Was war so bei dir der Wendepunkt, an dem du gewusst hast, also so wie ich es bis jetzt gemacht habe, kann es nicht weitergehen, da muss irgendwie eine Änderung in meinem Leben stattfinden? Das kam dann so mit
so 28, 29. Das war auch eher, glaube ich, die Angst, die mich dazu getrieben hat. Also ich bin so ein Typ, der sich immer so viele, alles dann so eher ein bisschen ängstlich gesehen hat. Und logischerweise ist dieses Exzessivmachen alles ja, du weißt ja, dass dir das nicht gut tut. Du machst das zwar weiter, du weißt, es tut dir nicht gut. Die Angst hat mich immer wieder, ich habe da schon ewig drüber nachgedacht, dass das alles ein bisschen zu viel ist. Und irgendwann hat es tatsächlich die Angst gepackt, dass ich das alles komplett einmal umwerfe und wieder zurückändere ins Positive. Ja. Wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss, dass jetzt in den Jahren, in denen das alles so ein bisschen exzessiv war, hat schon noch nebenher alles funktioniert. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man seinen Job oder so verloren hätte, aber ich glaube, wenn man so weitergemacht hätte, dann wäre es eher nicht gut ausgegangen. Okay, und was waren so die ersten Schritte? Also, was hast du bewusst gesagt, okay, das ist so das, was ich jetzt machen werde, damit das eben aufhört? Einfach aufhören. Nee, also es hört sich einfach an, aber du musst Dinge, die dir nicht gut tun im Leben, meiner Meinung nach, du musst die rausschmeißen. Also du musst Mühe aufwenden, um die rauszuschmeißen. Und bei manchen Dingen ist es schwierig, da musst du dranbleiben und zwar immer dranbleiben. Nicht nur mal 2 Tage oder 2 Wochen, sondern Monat für Monat, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Das heißt, wenn du auch deine Ernährung umstellen willst, dein Essen umstellen willst, dein Leben umstellen willst, mit Rauchen aufhören willst, mit Trinken aufhören willst, oder wenn jemand, der kifft, mit Kiffen aufhören will, oder sonst irgendwelche Sachen, die einem, die Gewohnheiten, die sehr stark sind, die auch körperlich, vielleicht eine körperliche Abhängigkeit haben, dann musst du einfach die Dinge mit ein bisschen Arbeit verbunden aus deinem Leben rauswerfen, damit es dir besser geht, weil sonst würdest du nicht immer daran denken, dass du damit quasi aufhören willst. Dann geht es dir quasi immer schlecht, also musst du irgendwann mal den Arbeitsaufwand machen und musst es wegmachen. Also das heißt, es braucht aber auch schon ein Mindset, wo man da ziemlich widerstandsfähig ist. Also ich sag mal, bewusst Nein sagen kann. Ja, das zum einen und zum anderen. Momentan sind ja ganzen Motivationsbücher, Motivationsspeaker, Seminare und die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist ja momentan unheimlich in, ja. Aber tatsächlich sind natürlich auch ein paar Dinge richtig, die da immer gesagt werden. Zum Beispiel aus eigener Erfahrung sage ich das jetzt einfach alles nur, aber ich habe ja viele Klienten damals gehabt oder ich bin ja in der Branche auch unterwegs und deshalb weiß ich, dass das tatsächlich auch oft bestätigt wird. Ziele. Das ist immer so ein blödes theoretisches Wort. Aber es hilft dir schon bei gewissen Dingen, vielleicht nicht bei allen, wenn du so ein Ziel vor Augen hast, wo du so ein bisschen hinsteuerst, vielleicht auch mit 2, 3 Teilzielen, weil dann hast du so einen kleinen besseren inneren Antrieb. Nur die Angst, dass früher was blöd war, reicht oft dauerhaft nicht, weil wenn du es dann ein paar Monate geschafft hast, vergisst man das schnell, wie blöd das früher war, eventuell, und verfällt wieder in alte Muster. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und der verfällt immer wieder in alte Muster. Und deswegen brauchst du einen kontinuierlichen Motor, der das irgendwie am Laufen hält. Da ist es gar nicht so verkehrt, wenn du ein Ziel hast. Machst es vielleicht für deine Freundin oder Freund aus Liebe oder du machst es, wie ich es gemacht habe, um einfach mal irgendein oberflächliches Ziel zu erreichen mit der Men's Health oder da kommen viele Gründe zusammen. Dein Ziel war ja dann wirklich Men's Health Covermodel zu werden. Ja, das war halt das oberflächliche Ziel quasi. Das richtige Ziel war schon, dass das Leben einfach besser wird. Und damit habe ich mich zum Beispiel, zumindest was den Sport und die Ernährung angeht, um auch meinen Körper mal wieder nach diesen ganzen relativ ungesunden Jahren, meinen Körper mal wieder auf Vordermann zu bringen, auch den Geist und auch mal mich wieder zu fordern, auch mal so ein oberflächliches Erfolgserlebnis zu haben. Muss ja nicht immer alles tiefschürfend und ganz, ganz was besonders Großes, Elementares sein, sondern es kann auch mal sowas sein wie, oh, ich nehme mal 20, 25 Kilo ab und versuche mal in so eine Fitness-Model-Sache reinzukommen. Nur aus Spaß. Es tut gut. Und inwiefern denkst du jetzt, dass diese Auswirkung, also sich persönlich zu verändern, die physische Präsenz zu verändern und auch sich wirklich bewusst gesund zu ernähren, wie wirkt sich das auf andere Bereiche im Leben aus? Wie hast du das konkret bei dir gemerkt? Ich neige ja auch immer dazu abzuschweifen, wie du ja merkst, aber ich versuche das mal wirklich konkret zu beantworten, dass auch jemand, der vielleicht zuhört, was damit anfangen kann. So ganz ehrlich,
nur weil ich damit aufgehört habe, hat das mein ganzes Leben in allen möglichen Bereichen extrem nach vorne katapultiert. Also mein ganzes Leben ist in allen anderen Bereichen auch besser geworden, nur weil ich endlich mal aufgehört habe, die Sachen, die mich innerlich so ein bisschen aufgefressen haben vor Unzufriedenheit, dieser ungesunde Lebensstil, der automatisch auch immer so ein bisschen ein unzufriedenes, ängstliches Verhalten und Gefühl mit sich bringt, wegzulassen. Und dann ging es im Job bergauf, so bergauf und auch nebenher, dass ich irgendwann mich sogar dann selbstständig gemacht habe, nach ein paar Jahren natürlich dann auch erst, aber auf einmal hatte ich Energie ohne Ende. Und auch eine Art von Lebensfreude wieder, eine Freude, die ich nicht gekriegt habe, erst nach einem siebten Bier. Ich meine, wir kennen es alle, wenn du in der Euphorie-Kurve der Begeisterungswelle bist, wenn du mal feiern gehst, dass du denkst, ja, alles ist bestens. Das kriegt man, das geht auch so, das geht anders so. Du musst es dir auf eine andere Art und Weise erarbeiten, aber das Leben hat so mehr Substanz. Hört sich sehr, wie sagt man, spießig ist das falsche Wort. Es hört sich so an wie, oh, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, das Leben ist auch so schön. Es ist tatsächlich so. Es ist aber anders und es ist ein bisschen anstrengend, wenn du das quasi 10, 15 Jahre gemacht hast. Man braucht sehr lange Zeit bei gewissen Verhaltensweisen, um die sich in sein Leben zu internalisieren, also sich wirklich wohlzufühlen, damit sich das nicht nur einzureden, sondern dass du wirklich dich mit der neuen Verhaltensweise wohlfühlst. Das kann dauern. Das dauert bei 0815 Sachen, sagt man immer 4 bis 8 Wochen, bis so eine neue Verhaltensweise ins Leben integriert ist oder so. Aber bei so großen, gigantischen, schwierigen Sachen, da ist das schon ein Prozess von Jahren. Und du musst immer dranbleiben. Aber insgesamt kann ich dir heute sagen, ist das Leben nicht mehr vergleichbar mit dem von früher. Heute ist alles da, was man sich so gewünscht hat. Klar, ich bin jetzt auch gesund. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass nichts passiert gesundheitlich hier. Das ist momentan alles im Lot. Es sind Erfolgserlebnisse halt da. Es läuft alles. Es passiert alles das, was ich mir früher eher immer so manchmal im Suff so gewünscht habe. So diese. Das, was nicht heißt, dass ich immer voll war, aber es ist jetzt einfach alles das in der Realität da, was ich damals gerne gehabt Ich hätte. verstehe das, ja, das ist cool. Und du bist ja jetzt selbstständig, und du hast auch ge gerade gesagt, es läuft, du erfährst, also fährst Erfolge ein, und das kannst du eben erreichen dadurch, dass du das geschafft hast, das zu überwinden. Und wie sieht das jetzt bei dir aus? Kannst du das, was du da gelernt hast, durch diese Erfahrung auch jetzt eben in deinem Bereich, in deine Selbstständigkeit integrieren, also in dein Marketing? Konzept, also du bist ja Marketing noch kein Guru, aber ich sag mal Experte. Ja, das ist auch das, was meine Arbeit ausmacht. Also diese Erfahrungen, dass ich sehr ein großer Freund von Authentizität bin. Das Wort war mal in, dann war es wieder verrufen. Authentisch ist gar nicht so cool. Also ich mache selten, was der Trend mir vorgibt. Was jetzt auch nicht unbedingt heißt, dass ich hipster-gedankenmäßig unterwegs bin, sondern es ist mir alles zu viel und zu anstrengend oft. Hab das Gefühl, ich bin halbwegs vernünftig erzogen worden und plus meine eigene Erfahrung, die ich bis jetzt nach 36 Jahren gemacht habe, so handle ich. So gehe ich auch mit meinen Kunden um. Und wir machen sehr viel Kampagnen und Videos zum Thema zum Beispiel Recruiting und Mitarbeiter, weil die Unternehmen haben ja Probleme, haben die irgendwie immer, aber um gute Leute zu kriegen und interessierte Leute zu kriegen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem ich meine Karte der Erfahrung gut ausspielen kann, weil ich weiß, wie junge Leute denken. Ich weiß, wie das ist, wenn du Angst hast, Angst vor dem ersten Job hast. Ich weiß, wie es insgesamt ist, wenn man Angst hat, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, wenn man zu viele Möglichkeiten hat durch die Multi-Optionsgesellschaft und all diese ganzen Themen, Generation XYZ, wie die so ticken, was denen wichtig ist, die Suche nach Sinn, die Suche, die Welt ein bisschen zu verbessern, aber auch gleichzeitig einen ganz vernünftigen, bodenständigen Job zu machen, das so in Mischung hinzukriegen. Eine Familie trotzdem schaffen zu ernähren. Ein bisschen gegen diese mediale Gesellschaft vorzugehen, dass jeder mal heutzutage das Gefühl hat, wo ich auch noch irgendwie reingefallen bin, dass er doch irgendwie was Besonderes im Leben darstellen muss. Ja? Alles Normale ist blöd, nur das Besondere zählt irgendwie. Das wird ja an allen Ecken und Enden vermittelt seit Jahrzehnten. Und das ist ja natürlich eine Gehirnwäsche, die immer stattfindet. Und da ist keiner vor gefeit, dass es ihn nicht doch ein bisschen oder sie beeinflusst. Und all das spielt eine Rolle bei meinen beruflichen Aktivitäten auch. Und damit fühle ich mich auch echt wohl.
Also ich lache viel mit den Kunden, ich bin sehr, sehr natürlich im Umgang mit den Kunden. Und ich glaube, das schätzt man dann irgendwie auch an mir. Das spürt man dir auch ab. Also man spürt es richtig, wenn man mit dir redet oder dich jetzt auch schon ein bisschen kennt, dass du da der Typ dafür bist. Und jetzt ist es so, du bist selbstständig und wie ist es so? Also wir hatten es ja jetzt viel von Veränderung und es ist ja erstmal die Motivation, die Veränderung anstößt, aber dann gibt es ja auch noch sowas wie Disziplin. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin? Motivation ist, die einzige Motivation, die zählt, ist die sogenannte intrinsische Motivation. Also, um jetzt mal diese Klugscheißerei will ich beiseite lassen, aber das Wort heißt nur halt mal so. Die intrinsische Motivation, das, was wirklich von dir selbst kommt, alles, was von außen kommt, kannst du vergessen. Das motiviert dich nie lange oder nie wirklich. Nur was aus dir selbst, was du wirklich selbst willst, das ist die intrinsische Motivation. Und das ist das, also dein Antrieb, warum du die Dinge tust, die du tust, und Disziplin brauchst du schon irgendwie, um halt auch dran zu bleiben. Man braucht schon Disziplin. Ich sage immer, auch gerade bei so Diät-Sachen, als ich früher dann nebenher viel als Personal Trainer gemacht habe und viel mit Klienten gearbeitet habe und die dann gefragt haben, wie ist das 8-Wochen-Programm, das 15-Wochen-Programm, wie ist die Diät, wie ist die Ernährungsumstellung, soll ich jetzt Leinsamen essen oder lieber oder Vollkornbrot hier mit Dinkel? Und ich denke mir immer, schnelle Lösungen führen meistens immer zu schnellen Misserfolgen. Also wer innerhalb von 8 Wochen jetzt unbedingt ein Sixpack braucht, dem wird es genauso schnell wieder verlieren. Das kann man mal machen, weil du Bock hast, weil du gerade motiviert bist. Du bist vielleicht schon ganz gut trainiert und willst jetzt nochmal hier für die Hochzeit oder für einen Strandurlaub. Du hast einfach mal Bock, so auszusehen. Und du weißt aber selbst, wie dein Körper so reagiert auf Dinge. Dann kann man das machen. Aber Menschen, die vielleicht vor ihrem die wirklich auch schon lange Probleme mit sich rumtragen, irgendwie mit Abnehmen oder mit Ernährungsumstellung oder mit Alkohol oder mit Rauchen oder sonst was. Und dann kommen immer diese schnellen Lösungen, wo dein Gehirn sich gar nicht so lange damit beschäftigt. Das geht meistens schief. Ich will nicht sagen immer, aber meistens. Zumindest dann auf Dauer. Ein Kickstart funktioniert oft am 1. Januar. Aber guck mal, wer da noch am 1. Juni an seinem Dings dran ist. Ja, also. Da muss man vorsichtig sein. Also Motivation, das, warum du die Dinge tust, Disziplin brauchst du ein bisschen, damit es dann auch dauerhaft funktioniert, würde ich sagen. Was ist bei dir so das Wichtigste, was dich jeden Tag antreibt und wo du dir klar, jeder hat auch mal Phasen, wo es vielleicht jetzt nicht so jeden Morgen aus dem Bett raushüpfen, der tolle Welt, so alles aussieht, aber was ist so dein Antrieb, wo du sagst, das ist das, was mich jeden Tag wieder neu aufstehen lässt und mich an meinem Leben freuen lässt? Ich habe mittlerweile verstanden, dass das Leben gar nicht unendlich dauert. Es ist schon lang. Es reicht bestimmt, um alles das zu tun, was man tun will und tun sollte oder kann. Aber es ist nicht unendlich und ich habe keinen Bock mehr, Lebenszeit zu verschwenden. Nächste Woche fahre ich auch mit meiner Frau, sind wir auch eine Woche weg und da werde ich auch eher viel rumliegen oder was heißt rumliegen vielleicht jetzt nicht, weil ich immer so hippelig bin, aber schöne Dinge tun oder auch irgendwo mal nur einfach nichts tun, das ist schon okay. Ich meine mit Lebenszeit verschwenden, Dinge tun, die mir im Endeffekt nicht gut tun. Das möchte ich eigentlich vermeiden und was mich jeden Tag antreibt, ist das, was jetzt gerade passiert. Ich merke, wenn ich mir Mühe für die Dinge ein bisschen gebe und was tue, und ich meine jetzt nicht nur beruflich, dann wird alles zumindest. Die Tendenz wird immer besser. Es gibt immer Rückschläge und es passiert mal was Blödes, aber die Tendenz wird besser und mein Lebensgefühl wird besser. Du hast mehr Substanz in dir und mehr Lebensfreude. Und ich bin ja auch verheiratet und Ziel ist es ja auch, dass man eine Familie gründet und also meins auf jeden Fall. Ich sehe das so ein bisschen als der Sinn des Lebens. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich persönlich denke, ja. Ich habe auch Angst vor so einer großen Verantwortung oder zumindest Respekt wäre das richtige Wort. Aber ich will es nicht missen im Leben, wie es ist, wenn man ein Kind hat zum Beispiel. Auch wenn ich Respekt habe davor und dann auch gar nicht weiß, oh, selbstständig und passt das noch alles, klappt das alles. Die Dinge, über die sich alle Menschen irgendwie Gedanken machen. Aber das treibt mich so an. Das Leben hat einiges zu bieten, finde ich, und ich will das ausprobieren. Ich will das auf eine vernünftige Art und Weise
ausprobieren. Auch, ja, also, weißt du, was ich meine? Ja, mega cool. Also ich bin jetzt kein Rumreiser, der sagt, oh, ich will jetzt mal ein Jahr nach Australien, dann will ich das, dann will ich das. Dafür bin ich jetzt auch schon 36, dafür haben wir hier ein Haus gekauft, dafür sind wir jetzt hier. Aber ich probiere mir zum Beispiel im Job oder drumherum mir so viel Abenteuer, so viel Eindrücke zu holen, wie es geht, so viel zu erleben, Menschen kennenlernen, tolle Sachen zu kreieren im Job, mit meiner Frau coole Sachen zu machen, mit Freunden coole Sachen zu machen, weil, wie gesagt, das Leben ist schon schön und man weiß ja auch nie, wann vielleicht mal das Schicksal zuschlägt und es mal nicht so cool ist, also sollte man gute Zeiten ausnutzen. Ja, das ist wichtig. Zum Schluss noch, Markus, was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast und unseren Zuschauern oder Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Es ist schwierig, wenn man vorher sowas nicht bespricht und das aus FL, also so beantworten muss. Gell? Hätte ich mir vorher so, hätte ich mir so coole Punkte aufschreiben können, aber jetzt muss ich so beantworten. Also wenn ich die Motivationsrede. Erstens finde ich das Allerwichtigste, wo ich gemerkt habe, ich hatte das erste Mal richtig Erfolg beruflich, als ich das gemacht habe, was ich schon immer als Kind, habe ich schon irgendwelche Ideen gehabt und als Jugendlicher habe ich schon Videos gemacht und irgendwie gesagt, das könnte man so und da würde ich das dann so und also konzeptionelle, kreative Arbeit geleistet und Dinge dargestellt nach außen. Ich weiß einfach, wie man schön Dinge darstellen kann und habe aber trotzdem lange im Personalbereich gearbeitet und das war alles so, es war so halt so ein bisschen langweilig für mich und ich frage mich, warum ich das eigentlich so lange gemacht habe, aber das wäre das Erste. Du weißt, wenn du dich heutzutage fragst, was soll ich an den Milliarden Wahlmöglichkeit wählen, dann gibt es ein paar gute Bücher, die man dazu lesen kann und in den wirklich guten Büchern steht drin, dass du so ein bisschen dein inneres Kind oder solche Sprüche finden sollst. Ist aber korrekt, weil frag dich, was hast du als Kind gerne gemacht? Was war dir als Kind schon wichtig und was machst du jetzt noch in deiner Freizeit? Manchmal ist die Antwort so klar, aber du kommst trotzdem vorne drauf und dann kannst du überlegen, gehe ich als Selbstständiger oder auch als Angestellter, wie komme ich in diese Richtung? Und da sollte man sich ein bisschen Mühe für geben, weil man macht das ja dann wahrscheinlich noch eine Zeit lang. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie was zu tun, auf was man keinen Bock hat oder wo man keinen Sinn drin sieht. Manchmal will ich gar nicht abstreiten, dass man vielleicht in schwierigen Situationen manchmal nicht die Wahl hat, sich immer was aussuchen zu können. Aber immer, wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen zu wählen, dann geh in die Richtung, die dir so ein bisschen dein Herz sagt. Das, was du wirklich tun willst, das wäre so das Erste. Das Zweite ist, diese authentische, offene und ehrliche Art, diese Masken aufzusetzen, um Leuten zu gefallen, was heute extrem gemacht wird, weil man das Gefühl hat, man müsste rundum in allem perfekt sein. Beste Mutter, bester Sportler, bester in der Schule, bestes Studium, bester Job, geilstes Auto, geilstes Haus, coolste Freunde, coolste Klamotten, coolste Frisur, coolste Art zu sprechen, beste Musik, alles muss, yo. Die Menschen mögen dich am meisten dafür, glaube ich, wenn du einfach so bist, wie du bist. Mit allen Ecken und Kanten. Du kannst ein bisschen bekloppt sein, du kannst auch komische Hobbys haben, aber wer sich verstellt, wird entlarvt. Also ich glaube, jeder, der auch professionelle Superblender, den merkst du auch an, irgendwas passt hier nicht zusammen. Das wäre so das Zweite. Das Wort Authentizität mag ja aus der Mode gekommen sein, in der Literatur, aber ich glaube dennoch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und Authentizität heißt ja nicht, dass du jedes Mal die Wahrheit auf der Zunge rausspuckst, sondern dass du natürlich auch anständig, taktvoll und auch loyal bleibst. Aber authentisch heißt einfach, sich in der Gesellschaft, die immer steriler wird, zu verhalten wie ein Mensch. So ein Mensch halt. So jemand, der abends heimkommt und oft umgedrückt werden will von dem, den er lieb hat. Ganz normal, verdammt nochmal. Alles ganz normal. Das ist das Wichtigste heute. Lass dich von keinem verrückt machen, lass dir nichts aufzwängen von außen, lass dir Tipps geben, aber treff deine eigenen Entscheidungen und lass dich nicht zu sehr von der Perfektionsgesellschaft, möchte gern, unter Druck setzen. Markus, vielen Dank für die befeuernde Motivationsrede, das war jetzt echt genial. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für deine Zeit und dass du Teil des 5 Question Friday Podcast geworden bist. Und zum Schluss natürlich noch, wo findet man dich, wo kann man mehr über dich erfahren, wenn jetzt jemand sagt, hey, der Markus, der ist mein Mann für das neue Marketingkonzept oder will dich vielleicht auch irgendwie mal beim was persönlichen, Personal Coaching oder so da buchen, wo kann man dich finden? Ich habe im Prinzip zwei getrennt voneinander laufende Portale bei Facebook und auch als Homepage. Das eine ist Markus, der Trainer und der Speaker,
der Vorträge hält und Seminare macht. Das ist die eine Sache. Das wird aber immer weniger. Die andere Sache ist meine Firma Emotion Marketing, mit der ich halt alle meine Marketingaktivitäten zusammen noch mit Partnern hier in Deutschland umsetze. Und das ist halt momentan extrem am Abgehen. Und also das sind so die beiden Portale. Einmal Emotion Marketing und einmal markuszimmermann.de. Ja, das cool. War's. Ja, dann empfehle ich jedem, der mehr über Markus erfahren möchte, einfach mal da vorbeizuschauen. Ja, Markus, das war's. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und genau, wir hören uns beim nächsten 5 Question Friday Podcast. Ciao. Danke dir, mach's gut. Tschüss.